Wer wird Lukas 10 noch ein paar Verse lesen? Lukas 10. Ich fange nur mit Vers 27 an. Lukas 10, 27. Und siehe, da stand ein gewisser Gesetzeslehrer auf, versuchte ihn und sprach: Meister, was muss ich tun, dass ich das ewige Leben ererbe? Er aber sprach zu ihm: Was steht im Gesetz geschrieben? Wie liesest du? Er antwortete und sprach: Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, mit all deiner Kraft und von ganzem Gemüte und deinem Nächsten wie dich selbst. Er aber sprach zu ihm: Du hast recht geantwortet. Tue das, so wirst du leben. Er aber wollte sich selbst rechtfertigen und sprach zu Jesus: Wer ist denn mein Nächster? Das sind die Gedanken, wo wir von der ab kicken wollen, oder diese Frau: Wer ist die Nächste? Wer ist mein Nächster? In den USA steht, war eine Frau gemerkt, wo viele Christen von dem Glauben, was sie erfahren haben, andere wiedersehen deuten. Wollt ihr, wie hoch der Prozent wir? 2%. Von 100 Christen sehen ungefähr, oder sogenannte Christen, weil ich habe vielleicht auch sein, sehen nur 2% von euch, nur 2 von 100 wieder, was sie erfahren haben mit Gott. Hier in unserem Text hast du ein Gesetzeslehrer oder Gelehrer, Gesetzesgelehrter in Vers 27. Der will mit Jesus ein Gespräch aufhören. Aber was wäre sein Ziel eigentlich? Will er nicht mal ein bisschen mehr arbeiten? Sein Ziel wäre, er will Jesus mit irgendeiner Frau sein zu fangen, zu catchen. In sein Als er das kann, irgendwo so tun, dass Jesus sich würde einreden und dann nicht mehr weiß, wird wieder ging oder wird irgendwas sein, was vielleicht würde falsch sein und dass er kann mehr drin fängt, jeden Arm zu gehen, jeden Arm zu schaffen. Und dann fragt so nach, was das Gesetz Mose gerade kann, dass alle, wenn es wie in die Lehre hier steht, hier das ganz klar, fragt er: Was muss ich tun, um das ewige Leben zu kriegen? Was muss ich tun? Jesus, er antwortet nicht kurz. Er antwortet in 5. Mose 6, Vers 5, aber das wird nur lesen. Du steht ziemlich krank, das selbst hier, was hier so ein anderer Vers hier ist. Mit dem Vers antwortet er: Jesus, Gott, den Herrn leuben von ganzen Horten, von ganzen Säulen, so wieder. Und dann das Letzte hier, was wir hier in Vers 27 haben, und dein Nächsten wie dich selbst, dort kommt dann einfach eine andere Verse rüber, aber dort sagt er noch Tau. In Jesus, hier sieht doch mehr Kopf dich mit dieser Antwort. Dann sagt er zu ihm: Du dort kannst nur komm, leb dort üt. Und dann wie Jesus eigentlich vorig mit ihm. Wenn es Jana und Muls Dollar bloß will, seine Armen eigentlich kriegen, dann sagt er: Ja, du bist es dort wieder, dann bist du vorig. Aber das Schriftgelehrte, irgendwo will er sein, vielleicht seine Irrte raten, seine Unerkennung, in die Leute, die das wirklich nicht wissen. Aber er hat sich einmal arbeitend, als wenn er dort nicht verstehen kann. Diese einfache Verse, die er selbst auswendig absagen kann, hat er sich arbeitend immer dort. Er stellt sich doch eigentlich, wenn ja klar kann, was er in Wirklichkeit wäre.
nun fragt er, wer ist mein Nächster? Diese Geschichte wird hier durchgekommen, der ersten Scout bekannt. Wir wollen die nicht lesen, wollen ganz kurz noch ein paar Dinge durchnehmen. Der haben die Kinder alle in der Sinnerschule. Habe ich nicht einmal vom barmherzigen Samariter gehört? Hilft mal an, Kinder, wer die Geschichte einmal gehört hat, vom barmherzigen Samariter. Ja, ich sage die Kinder, Herr Hand, die hätten euch. Die Geschichte kann wie Gott. Es sagt hier, ein Mensch, vielleicht ist es ein Jüdje was, sei nicht ganz sicher, wer das ist, aber es sagt hier bloß ein Mensch, der fall unter die Räuber, am Weg von Jerusalem nach Jericho. Und dann kommt er durch und Schleier, nährt dich in Hofdaut, Licht er durch. Besieben war ich. Er Licht durch. Und da kommen Menschen vorbei. Der bemerkt einen Arm, der soll einen Arm auch. Dann siehst du direkt, um war ich, du Licht he. Ein Priester und ein Levit. Gute Menschen, ne? Auch so, ne, wird das gesagt, Gott chanten, für die Buberste von der Lehrerschaft. Und ihr Ziel als Lehrer für ihre irgendwo zu sein, würden sie besonders sein Barmherzigkeit in Halb und Beiden kennen. Diese Menschen, wo du sich so mit dem Gesetz beschäftigen deuten. Aber trürig ist es hier, nicht? Das jaft Menschen, auch von der Ocean da, der andere lieben, barmherzig zu sein, der ihre Pflicht wird sein, ihre Hänge aufzudauen und zu halten, in dem anderen Menschen Gaude zu dauen. So eine Menschen verschlüten ihr Hort, merken das Hort tau, wenn sie in so eine Situation aus der Nähe kommen. Und wer haupt hier? Kenia, wer haupt hier? Sagt. Der Samariter. Samariter Haupt. Und wer wären die Samariter? Dort wären ein bisschen eine anwärtige Menschen. Dort wären ein bisschen ein Mischvolk. Von dort wird nicht nur Babel verschlappt worden, wird dort in Israel bleiben. In sich vermischt worden, was ist mit den Menschen, wo du so rum wären, die Heiden. Dort wären die Samariter. Der Priester und der Levit, die schlugen ihr hohe Tau. Und der Samariter, er fragt nicht, na, was ist das für ein Mann? Kann dort auch ein Samariter sein? Oder ist dort von den Juden, wenn die Samariter so sehr verachten, verstarrt werden? Kann doch gleich sein, dass die Samariter auch nicht eine besondere Leib für die Juden und für die Israeliten haben. Das Samariter hier, er fragt nicht, wer ist das Mensch? Ist das vielleicht ein Bekannter oder ein Verwandter oder vielleicht irgendein Freund von irgendwo? Er handelt. Auch wenn er das vorher nicht geplant hat. Er kommt hier vorbei, in hat nicht geplant, dass er hier nicht am Hänger weiß, wo verschiedene Begehen sind steht. Viele Christen, oder sogenannte Christen, beklären sich, kein Titan, keine Menschen oder Freund Titan, was Jesus nicht kann. Na, die wollten ja alle. Und sie gehen mit der Einstellung durch diese Zeit. Die Jungen sind tau. Die sollen nicht die Menschen, wo du hilfst, dort legen. Menschen, die vielleicht sogar an sie nubarsch sind dort nicht an sie Nächste, an sie nubarsch. Die Menschen, die wir vielleicht taufällig trafen, eine Stadt. Wie wählen das Werk eine Stadt? Santa Cruz,
Wir haben doch einen Menschen begegnet. Wir haben doch nicht alle geredet, aber was ist das, wenn was hier? Von wo sie wir? Na, was so antworten, ich habe ein bisschen kalt, dann was auch noch ein bisschen länger, wie mit du nun. Aber haben wir geschafft. Was wir geschafft trafen. Vielleicht sind dort unsere Nächste. Oder vielleicht in der Lührstube, wo wir den Dr. Lühr machen. Ich weiß nicht, vielleicht ist das hier nicht so ein Trubel, dass wir dort Lühr machen. Aber dort haben sie und dann kommen wir, dann machen wir Messkrieg eine Stunde Lühren. Und, na ja, weit wird es was sein. Ich warte noch. Vielleicht jaft Gott uns Krieg diese Lührtit zum einen anderen den Nächsten sein. Vielleicht mein Arbeitsgeber, mein Patron, dass sie hier sein. Vielleicht hast du mein Nächster. Oder meine Arbeiter. Vielleicht habe ich selbst was Arbeiter. Oder mit dem, was wir zu schaffen tun. Vielleicht auch unsere Verwandte. Wie wir in dieser Welt, wie mein Fahrer, was im Vorstell ist, und wir können mit ihm vertalen. Über Jäßliche, wie ein bisschen Schwander, irgendwo Dollar-Tau. Aber wie neuem steht, in habe ich so dankbar. Und er freut sich so, dass wir gekommen sind. Ich glaube, dass wir ihm können ein bisschen Mut bringen. Das sind unsere Nächsten. Diese Menschen, die am uns sind. Und sind nicht auch viele Menschen am uns verletzt. Half tot, nu bildliche sein, jästlich tot. Viele Menschen wurden vom Zutun gequält. Sie sind gefangen, gefesselt mit verschiedenen Sünden, mit verschiedenen Laster. Allerhand Schwierigkeiten. Ich denke auch so, viele Menschen sind auch je bong eine Selbstgerechtigkeit. Ich lass mich ein bisschen erklären, noch einmal, wo die Menschen noch unter aller Vorhelden, ich frage meinen Verwandten, der am Vorstell ist, wo kommt dort, dass die Menschen dort alle so vorhelden? Und dann sehe ich, dass wir so, zu jahre Zeit haben sie mal gesagt, sind wel wie nicht. So und so ein Ding wel wie nicht. Und dann seht ihr, in wie hier noch nu kriegst es dort auch von der Konzel in von der Kirche, dort wie dort sollen sie holen, als sie dann beredt haben. Und wie sollen die gehorsam sein? Und dort wird fast geholen. Aber dort wahrhaft ihr Leben mit Gott. Viele Menschen leben auch in dieser Umgebung eine Selbstgerechtigkeit. Ich rede einmal ein Stück weiter zu einem dort in Mexiko. Und ich sage, vielleicht haben wir mal hier und da mit meiner Mission ein bisschen mehr schaffen, auch in der DARPA und so wieder. Dort sind die eine DARPA. Das ist nicht so streng als hier, aber auch den vielen Menschen noch an Diesteren in Hand, nicht dort Wut in Hand und nicht Klarheit über das Wut Gottes und so wieder. Und dann sagt er, ich weiß nicht, was ich wo tun kann. Es ist auch so rotlos und weiß nicht, was wir tun können. Vielleicht sollen wir die Jungen da aufmerken. Und auch das für eine Lektion all hier. Im Gebet gehen und sagen, Gott, wie ist du, wo ich von dir was tun kann, nicht nächstes Jahr, ich will noch mal, aber ich mit Ella sie. Was ist das für Nutzen, wenn wir zu Gott beten, wie wir sollt von ihr sein? Eine Borchpredigt, was Jesus braucht, du redest halt von Salz und von Licht sein. Und wir nutzen über die Gelegenheiten, wird sich uns beiden nützen, denn ich. Wir beten, halt mich in Licht zu sein. Sind hier wie dort fehlende Gebeter.
gleich bei uns. Entschuldigung. Meint ihr das doch so? Weil wir ein Licht sind? Einmal riecht der Tau, bloß man aus dem Wandel. Einmal ist das doch nicht genug. Einmal fehlt es noch was zu sein. Wir holen das Pferd für so selbstverständlich, dass wir krank weiten, wer ist uns Nächster? In viele, die Christus bekannt, sie leben auch blind durch die Guten, blind durch die, na, die sollen den Verletzten nicht mal. Hier, die Priester und die Levit sollen den vielleicht noch. Na, die sahen den und die jenen bo sich für Eva, für Bi. Viele sollen den nicht mal. Na, die sind du. Ja, die sind du, aber ich will dir auch was sein. Ich hoffe, dass dort nicht unsere Anstellung ist. Keine Tiet. Die wir im bestimmten Druck, diese Bär, die mussten, die Priester und die Levit, die mussten schwimmen wieder, die mussten sein, dort hinzukommen, vielleicht mussten sie du auch noch mit einer Versammlung mithalten, wir wissen nicht, was die wollen, dort ab Jahren in Online. Aber sie wären so busig. Wer ist die Nächste? In 1. Johannes 4, zum Verfärschen lesen. Erste Johannes 4, von Vers 20. Wenn jemand spricht, ich liebe Gott und hasst seinen Bruder, der ist ein Lügner. Denn wer seinen Bruder nicht liebt, den er sieht, wie kann er Gott lieben, den er nicht sieht? Und dies Gebot haben wir von ihm, dass wer Gott liebt, dass er auch seinen Bruder liebe. Die erste Mal, unsere Nächste, sind auch die Kinder Gottes mit was wie taub sein. Dort sind unsere Nächste. Unsere Bruder und unsere Schwester in Christus. Dort sind unsere Nächste. Und das ist auch wichtig, dass wir durch die Jungen aufdauen und checken, ist der vielleicht eine Not? Haft der vielleicht eine Schwierigkeit? Ist der vielleicht auch verletzt? Vielleicht nicht körperlich, aber anders? Und dann so auch Fremde. Und auch unsere Feinde und unsere Nächste. Wir lesen eine Anleitung in Lukas saß. Du los wie, liebet eure Feinde so wieder. Dann sagt er, du auch, du gehörst von dem, was du nicht erwarten kannst. Empfingen wir wirklich unsere Brüder und Schwestern als unsere Nächste? Oder haben wir all Messtrühen? Na, vielleicht sind die irgendwelche Meier am Glauben, vielleicht sind die all aufgekommen, vielleicht ist die irgendwelche sofort an Gott. Und dann, naja. Dass einer mal sieht, dort bei uns, du hast dich gegen eine Ferien, du warst auf Ofenversammlungen, ich habe eine Ferien, will Gott segnen. Na, warum muss sein, wie lange das holen wird? Was glaubt ihr von der Anstellung? Du und 14 Frauen tegen Hänger sagen, in der Wiener kommt ein paar Mal gegangen, der erste Jahr mehr Mal gegangen. Na, werden sie freuen, und wann der 5 Mal jährt, und wann der 10 Mal jährt, wann der dann einmal durchdringen kann. Meine Papa, das hat 4. Das sagst du, ja, nu meint er das ernst. Nu will er wirklich Gott segnen. Und dann schäumt der Feind, war er mit seinen Versetzungen, und dann hält es war er nicht. Jöfen so ein Reich, okay, lud ihm du legen. Nu haben wir all so 4. Der hat all so 4. geprüft. Na, das nicht. Mit einmal war er doch was da. In den Glauben, den werden wir nicht abgeben. Wir werden den Nächsten sein, in halten, in einer steht Frauen. Na, wird es holen. Dann nur dem, wann die dann vor ich erst dann sein, ich war für die Beten. Und dann vielleicht am Weg, ja, am der halbe Fuhn, ein bisschen Frauen, wo das ist. Bist mutig. Na, die haben aber auch so nicht Christen, wird bloß dann halten,
wenn sie uträglich durch ihn gefragt wurden, wo ist die Messe am Jan Tjämmerner, wo ist die das tun? Na ja, dann wort. Dann ist das auch nicht in ganz Frieden. Hört er ja. Dann kann Gott das auch nicht so sehen, als wenn wir das mit unserem Hort, mit unserem Drehfrüht tun. Wir sollen sehr vorsichtig wandeln, in dem Denken, dass die Menschen helfen. In Vierten ist das so, dass Menschen auch nicht mehr wollen, wählen, wohnt ihre Nächste sein. Ich will das nicht. Und ich will das auch nicht wollen. Wen's? Dann hat eine Verantwortung. Wenn ich das nicht weit, na, ich gehe bloß durch meinen Tag, ich habe jetzt auch trocken, ich muss auch noch was an der Geld merken, das fehlt ja auch. Und für die Juden, wie das dann so, dass die, die mit Erfolg wählen, dort wählen ihre Nächste. Und aus des Mensch nu ein Jüd wir, so sich ihr schon sehr weit finde ich, war wahrscheinlich wieder einer. Und wirst du bei uns die Tschüff herren? Wie sind noch ein bisschen von der Fähne? Aber die Dunklere, dort sind nicht so. Meine Schwester Sarah, ich weiß nicht, wer von Jünd erkannt, das befriedet mit Patatisen, der haben sich drei Kinder haben genommen, dunkle Kinder, mit dem Boy. Zwei Kinder mit dem Boy in einer von Dursen, die Spielraum, aber das sind alles dunklere. Und dann rede ich mit einem von meinen Verwandten. Und dann sehe ich, ich glaube, ganz rein, der hat dunklere Blut. Wo sehe ich da an, weißt du was? Da wird krank die Warein sein. Da wird krank die Warein klar sein. Den anderen Menschen respektieren für dort, wo es ist, eine Schöpfung Gottes, dann sind dort unsere Nächste, aus dort nie Dietsche sein, oder noch andere, oder Taraumaras bei uns. Wo wird wie gehandelt haben? Oder noch persönlicher, wo würdest du gehandelt haben, wenn die du wirst vorbeikommen? Schwinn, busig, wieder gehen. Keine Tiet, ich muss die Glock so und so, muss ich dort sein. Vielleicht würden wir noch ein kartes Gebet sagen, Herr Gott, halb doch diesen Verletzten, du, der erst du schon krank, aber halb den doch, dort den mach doch. War er gesund worden, oder dort den doch mach wir halten, in andere. Hier, wir beten nicht nur. Beten ist sehr wichtig. Aber hier fehlt was zu tun. Hier muss was getan werden. Hier liegt einer, der ist schwer verletzt. Und wir sagen, Gott, sorry doch bitte für ihn. Ich sehe nicht so drauf. Ich habe nicht so viel Arbeit. So dauert auch der Levit. Weil wir sehr religiös, sehr fromm. In so handeln von der ersten Tag auch viele Christen. In Menschen evaluieren auch andere so eine Sachen, die mit so unangenehm sind. Vielleicht auch nur unangenehme Menschen oder vielleicht so eine, die vielleicht nicht ganz so frisch rücken. Ich als Schullehrer hatte abgerufen, meine Schulkinder auf eine Staub zu haben. Na, jeft dort da, wo so scharf dich sein, in alles tun, was du wärst, in so auch, einem Teil tun. Dann jeft dort noch von der anderen. Wo du nächstes dort sein, wo vielleicht ein bisschen so, vielleicht ist ich mal, vielleicht nicht ganz und rein nicht heimkommen. Und dann vielleicht noch ein bisschen so, unangenehme Frieden und Stahlen in so wieder. Was ist uns abgerufen? Ich habe mich Ferien genommen, die Kinder besonders läuft zu wiesen. In der Hand, ab ihre Schüler zu leihen, in ihren Wiesen loten. Ich habe ihn läuft. Ich hatte einen Jungen, letztes Jahr,
der liegt sehr, sehr schwer. Der kann mehr nicht wieder. In der Horror-Old-Jorn getrübbelt er, wie in der saßte Klaus, können schlecht lesen, was sie lesen, ich wollte los, der gleich der eine hat geteilt, der eine Lehrerin, der los, like, fünf, vierte Minute. So, das hat wir nicht sehr, sehr am Scherz. Aber mir fällt sich so, als wenn Gott mir den Jungen aus meinem Nächsten gegeben hat. Kann das auch sein? So nah der Junge? Und das wäre ganz interessant, aber der letzte los, viel, viel besser. Ich glaube, dass ich so ein besonders guter Lehrer sehe. Gott hat mich gleich gut gegeben im Lehrer sein. Aber der Junge kann wieder. Der Junge, der kann wirklich lehren. In der Latz, den ging das so schöne Schulgun. In dem wieder Schieter schwer nicht trocken sie, bei dem noch nur steht so. Ich habe dann von dir nicht, noch nicht wahrer gesehen. Aber ich wünsche, dass heute macht, dort wiedergeben. Und dort heute auch können, den Nächsten, so es dort sein, wenn heute dann ist gerade worden, so wieder. Wort, wann ein Todesfall nennt gekommen ist. Werden erst dort trösten, dann schwierig. Und werden kehren dann, vielleicht sollen wir dann noch sagen, ja, ich kann die Kraft verstehen, ich weiß, wie dir geht. Ja, na, weiß, das kostet doch gleich. Vielleicht kostet ihn gleich verstehen. Aber wie kann sein, weißt Wort, wir beten für die, an diese schwere Zeit, was die Dörrch ist. Wir sind für die Dur. Und wenn die mal wie im Bruchstum reden, dann komm nur mir, ich sie Dur, ich sie reit. Dort habe ich aber daum. Beten für Ernt ist wichtig. Aber noch mal, man wird noch mehr daum. Wer muss Sprüche 3 lesen? Sprüche Kapitel 3. Vers 28. Sprich nicht zu deinem Nächsten. Geh hin und komm wieder. Morgen will ich dir geben. So du es doch wohl hast. Du hast nie. Du kannst ihn nie halten. No, komm mal, mal. Muss sein, vielleicht. Muss sein, vielleicht halte ich die dann. Vielleicht ist es auch so, dass uns Nächster unsere Leute nicht verdient hat. Wenn der soll allerhand euch tun. Jesus sagt, wenn ihr da Leute bewiesen, was ihr nicht leben, da ihr dann auch besondert, dort tun wir euch die Gottlose. Aber da, was ihr schlimm gesehen seid, was ihr schlimm mit uns getan habt, da zu leben, dort soll die Unterscheid zwischen ihr in der Gewöhnliche, den Menschen und Jesus, sein. Der Samariter hier in unserer Geschichte, der halb auch und dort hei lüren können, dort hei jemals wurde, dort trägt nicht dort Geld, nicht die Tiet, nicht dort, was immer hei du gespannt hast, hei der dort trotzdem. Ich los eine Geschichte, die wir sehr interessant, dass wir von einem Priester, aber nicht einen christlichen Priester. In der Türkei, das ist in Europa, sollte sie Geschichte passiert sein, Philosoph, ein besonders kluge Denker wären dort. Philosophen, das sind so eine Wort, sehr kluge Gedeihenhahnen, der abschrieben und so wieder, allerhand Gedeihenhahnen und so wieder. In das, der heißt Hoya, in der wir Angelot täten besonders fast. Das Heuer. In Heuer wollen wir mal sein, aus seine Jahres, seine Menschen, die am Ende geluten haben, am aus Person gemeint haben, entgeluten, auch bloß für den Raub, oder den Numen, was er hat, den hohen, großen Numen, was er hat. Nun trage er sich sehr einfache Kleider an. Sehr, all das, was wir sagen, und malt sich auch nicht so an, wer er ist, er kämpft du bloß Hahn, kämpft du Nen, kriegt den Tiet, was er angelot wird. Und die Menschen,
der Kirchenjob am Rauf. Keiner redet mit Arm. Und der Gerolatz wurde einfach futtgeschickt. Was weißt du hier? Kost gut. Da wird das Philosoph, der Priester in so einer hohen Stahlung-Korridor in der Türkei. Und dann kam er bloß ab dort, dort zu Arm wirklich nicht gleichten. Dann jährt er war ich, dann holt er sich seine Kleider. Als Priester haben sie besondere Fan Warnig. Holt er sich den, tragt sich den an. Tjamtavara. Was läuft hier? Der war krank so? Die Kirchen ihm an und vielleicht noch ein bisschen so mit dem Kopf so rauf und sagen, oh, komm doch nern, mein lieber Meister, aber immer so nahen. Sagt die, hier so du, hier so bei uns. Krack die Selsja. So jäuven arm den Ehrenplatz und fung arm an zu bedeuten, heute krieg ich Eten und heute krieg ich alles. Nü, jo. Und was bedeutet das heuer nü? Nü wird er nicht zufrieden mit den Menschen, du. Nü, wenn er wie ein Philosoph, dann denkt ja, nü sehr, nü werden wir hier schon was anderes tun. Für die Menschenmengen tragt er sich seinen grauen Warnig aus, seinen schmacken Warnig in seine alte Kleiderhafte angehauen, du und ja. Und dann wisst er den Warnig, ich will das noch einen mitbringen, weil ich doch so vielleicht wieder doch nicht schrecklich den hier so holen. Dann sage ich heute diesen Warnig, nun redet heute den Warnig. So, nü Art, das Eten, das ist nicht für mich, sondern das ist für die. Ich kann ihn nennen, in China beachten, wie wir haben. Aber wen die Warnig, wo ich hier so gut bedeutet. Du hast das verdient. Ich verdiene es nicht. Sei wie nicht auch leiche nicht, negativ oder aufschätzen von anderen zu reden. Vielleicht waren dort wirtschaftlich nicht so gut jetzt. Bei uns ist ein Problem, sei ja du. Oh, no, day. No, der merkt nicht, der versteht nicht. Und dann, so erfährten so eine Menschen, wird sich all so umrund und kommt feilen, wird die nach geschoben eint, geschöpst. So ist auch passiert. Und wer wie abhossen, dort wie nicht so eine Menschen sein. Wo schaut's wie andere an? Jakobus 2, du habe eine meist ähnliche Geschichte als mit diesen Heuer. Jakobus 2, von Vers 2 werden wir lesen. Ich habe eine andere Übersetzung, aber sagt Jesus das. Nehmt einmal an, ihr seid zum Gottesdienst versammelt und es kommt ein Mann mit goldenen Ringen und vornehmer Kleidung herein und ebenso ein Armer in Lumpen und ihr sagt zu dem gut gekleideten Mann respektvoll, bitte, hier ist noch ein bequemer Platz. Aber zu den Armen sagt ihr, du kannst dorthin gehen oder setz dich hier neben meinen Stuhl auf den Boden. Trefft ihr da nicht höchst fragwürdige Unterscheidungen und urteilt nach verwerflichen Maßstäben? Hört gut zu, meine lieben Brüder und Schwestern. Hat Gott nicht gerade die erwählt, die in den Augen dieser Welt arm sind, um sie aufgrund ihres Glaubens reich zu machen? Ist dort nicht wunderbar, dort Gott, ob dort Hort kickt, und nicht, ob den Warnig? Nicht, wie viel Geld wir haben, wenn wir uns antragen. Gott kickt deuper. Und auch dort, weil wir lernen. Wer ist ans Nächste? Ans Nächste ist jeder, der unser Help nötig hat. Jesus sagt, dass wir uns Nächsten leben sollen, so ist uns selbst. Das bedeutet, dass wir uns so entsagen haben, als wenn wir der Jans gewesen wird in Not sein.
Stalv uns mal fair, wie wir du nicht der Verletzte, Hofdot und Schleier. Und dann kommt, wir werden auch mal von der ersten Tag nehmen, dann kommt der Prediger vorbei. Und der sieht uns auch nach, aber dann geht er geschwind vorbei. Und dann kommt noch einer, ein Priester, ein Levit, der wie hier auch im Gesatz. Wann du wer wird schlachtet von die, oder Eva die sagt, wo soll wir dann handeln? Sei ihm wird schafft. Wie werden andere halten, der ermutigen, Hoffnung geben? Unser Aufgabe ist, andere ein Beispiel zu sein und Leute veranlassen, sich Gott zu wandeln. In dem Augenblick, wo wir aufhören, Vergeltung zu üben, wird ihr dort merkt, nicht Fried. Und das gibt auch nicht Frieden ans Wort. Ja, der hat mich so und so und den werden wir mal geschätzt. Dann wollt wir nicht, wer ans Nächste ist. Wenn Stephanus verurteilt ward und gesteinigt ward, was frug er Gott dann? Herr, rechne ihnen diese Sünde nicht an. Apostelgeschichte 7 lesen wir dort. Werden wir mal ehrlich, ganz ehrlich mit uns sein. Würden wir den Gedanken kennen, wann wir nicht wirklich gesteinigt worden und danach für deine beten, Herr, vergeb ihnen? Wenn Christus an seine Herrlichkeit treten wird, um seinen Schub von der Berg zu tragen, dann wird der Schub sein, kommet her, ihr Gesegneten meines Vaters, und ererbet das Reich. In welcher wird er dort sein? Wir wollen uns die Geschichte nicht lesen. Aber er redet von, du wirst hungrig, sie kriegen. Du wirst durstig, sie kriegen. Du wirst unschleurer, sie kriegen schleurer. So ja ähnlich mit dort, wo die Samariter hier tun haben. Dort sind unsere Nächste. Und wenn wir dort und unsere Nächste tun, dann tja wie auch die Jandach von dieser Schubtal. Du sind die Pracher. Fern es hat nicht ertragt, die Geld geben bei uns. Es hat auch Mulz ein bisschen, ich weiß nicht, wo das hier ist mit den Prachern. Säuer, Pferden, Brücken, die dort Geld, im Storch, die Käupen, so wieder. Aber in Schaf, die Wut, würden die über Salm verdient haben. Und vielleicht noch ein Brot oder ein Apelsin. Weißt du, sie sind auch nicht dankbar dafür, aber freundlich sind zu anderen Menschen. Ein Mensch liegt du vielleicht ob ihr. Tja, wenn es um den Kämmern ergibt, buß ich wieder. Wir sind vielleicht nicht ein Doktor, wir wollten nicht, wo Tiet habe auch nicht. Und vielleicht kann man nach Schwinde Ambulance fahren, der konnte den Schwinde holen. Im Hort sagt er vielleicht ganz klar, hier sollst du halten. In der Verstand, der Brücken Kleinstütze Tiet, und dann sagt er, ja, ich habe genug gerinnt, zum sein, halt nun nicht. Und dann, die Entscheidung fällt. Nee, ich wollte das Wort nicht halten. Und was sagt uns Hort? Hast falsch entschieden. Das ist kein Zweifel, dass Gott uns den Lauf zu den Nächsten geboten hat und auch gesagt und befohlen hat. Gottes Lauf zu uns ist so ein gerautes Geschenk, dort wie Gott hier in Lauf haben und damit auch alle Menschen, was wir begegnen. Wir können nicht alle Menschen halten, das ist ganz klar. Dort schafft nicht. Aber soll wir nicht mit einem offenen Wort durch diese Dinge gehen, was Gott uns gibt,
und sagen, wer ist da, wo du wärst, wem ich der Nächste sein soll? Gott wird reden, Gott wird uns das wissen. Vielleicht hast du wer an Noten Schwierigkeiten. Du kannst dir sein Nächster sein. Vielleicht braucht ein besonderes Bibelwort, ein Bibelfers oder ein Ruf von uns. Oder du hast von Not gehört eine manche den Nubasch in die Profstur zu halten. Wer sind euch, was am Rund vom Weich sind? Was sind die, was klugen von der Sinn sind? Was geknechtet sind? Was dem Feind seines Glauben geworden sind? In so einer Fälle um Vertwiebeln. So reich ihr mal hier einer von ein, der hat mit seinen Lebenssalzen eingemerkt. Dann fragt er sich, wären du keine, was hat ein Kind, dem sie Nächster sind? Dem Arm halten, Maut geben und vielleicht auch den Weich wiesen? Und viele Christen, die gehen jeder Tag von Jericho und Jerusalem, die bildliche sein. Auch um zu opfern. Wir haben ja nun nicht mehr Schub und so wieder, was wir brauchen, Opfer bringen. Aber wie vorher nur die Kirche, du weil wir gesehen worden, du sollst wie unsere Menschen, was dann glücklich sind, sind mit uns und was mit uns taub sind und was wir können in das Jetzt erscheinen. In das Javi auch, in das Welvi auch, in das Jet auch so erscheinen. Aber Welvi nicht verbiefahren und da wird unser Help brücken. Du bist demjenigen und Nächster, wem die ein Port von der Leib Gottes wiesen kannst. Ein besonderes Wort, ein besonderes Go immer mit open Ohren und Uhren durch den Tag. Und wer wir immer waren beten, Herr, wies mir, wo ich wem von dir auch den Nächsten sein kann. Und wenn wir mal Jesus sein Leben betrachten, heuhaft uns dort verab gewesen. Heuhaft uns gewesen, wo er schafft. Wenn wir also wem fängen, der unser Halb braucht, und von dem wir keine Erwartung haben, dort heu uns vor drei halten, dann weit wie wohnt uns nächster ist. Gott möchte und uns sehen.